Liebe Freunde, willkommen zurück. Wir sind in der Runde in der Phase 1, also in der letzten Phase, und können jetzt noch mit Highlander angreifen. Mit unserem stärksten Mech. Hier ist ein Fahrzeug, das hat mir schon ein bisschen angeschossen. Hat kein Ausweichen. Ja, hier sind auch noch gegnerische Mechs. Hier ist auch mal ein 55-Tonner. Ansonsten haben wir halt viele Gegner, die relativ leicht sind. Hier sogar nur 25 Tonnen. Ja, und halt auch Fahrzeuge, die relativ schnell rausgenommen werden können. Hier von rechts kommt auch noch ein Fahrzeug, 50 Tonnen. Und da ist ein leichter Mech. Also Fahrzeuge sind öfter stärker bewaffnet, aber halt schwach gepanzert. So. Wir können mal mit Maximus hier ein bisschen nach hinten gehen. Wir haben hier auf jeden Fall auch Multiziel. Okay. Ah. Ah, okay, hier könnten wir das Fahrzeug angreifen. Ja, die Wahrscheinlichkeiten sind halt teilweise echt mies. Weil die Gegner so viel Ausweich noch haben. Ah, das wird mir hier von der Drehung schon mal besser gefallen. Ah, ich glaube, das machen wir so. Dann haben wir hier gute Treffermöglichkeiten. Dem Gauss-Geschütz und der LSR-20. Dann drehen wir uns so, dass wir gerade eben so das Fahrzeug angreifen können. So. Okay, hier sind wir in der Phase 4 schon dran. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt auch echt schlecht, nur 35%. Also gehen wir auf das Fahrzeug. Okay. Damit sind wir beflügelt. Wir kriegen den Präzisionsbonus. Ja, ab 50% Entschlossenheit bekommt man ja plus 1 auf seine Angriffe. Yes, Commander. So. Und wir können in der nächsten Kampfrunde anfangen mit dem Shadowhawk. Jetzt müssen wir mal schauen. Also die Information, dass hier der 55-Tonner auch noch unterwegs ist, die ist noch relativ neu. Wir haben hier Bollwerk. Ja gut, wir können mit Shadowhawk halt, weil er hier jetzt auch so ein bisschen exponiert ist, auch dann die Wachsamkeit verwenden. Zusammen mit Bollwerk ist das schon echt stark. Dann kriegt der nur 40% vom Schaden, also 60% werden dann abgezogen. Ja, Problem ist aber, ganz ausweichen hier. Wir haben zwei Sprungdösen. Wir könnten theoretisch hier nach oben. Zurückhalten ist auch eine Option. Dann wird der hier mit Sicherheit defensiv viel schlechter dastehen. Wir werden dann einmal angegriffen. Ohne diesen Defensivbonus. Ja, das machen wir einmal. Wir halten uns da mal zurück. Oha. Verkriecht er sich hier sogar?
Das gefällt mir nicht, Leute, dass sie sich hier so passiv verhalten. Wir halten uns noch einmal zurück und warten ab, was der 55-Tonner hier macht. Okay, der geht ein bisschen in die Offensive. Black Knight wird beschossen. Steht aber im Wald mit Bollwerk. My armor is getting stripped off. Ja, das ist krass, ja. Mit den drei Max. Und die müssen wir rausnehmen, damit wir ja, die Geschütztürme reaktivieren können. Da hätten wir, glaube ich, auch noch irgendwas. Okay. Hier ging einiges auf den rechten Torso. Ah, vielleicht auch, weil wir ein bisschen gedreht sind. Da müssen wir die rechte Seite schützen. Ja gut, wir können jetzt mit Beamoth und Maximus könnten wir den hier rausnehmen. Und das Fahrzeug wahrscheinlich auch. Standing by. Angeblich können wir das Fahrzeug noch nicht angreifen. Aber wir gehen da ruhig mal rüber. Dann schützen wir so schon mal ein bisschen die rechte Seite. Nicht gegenüber des Fahrzeugs. Aber gegenüber dem kleinen Mac dort und ja. Können uns auch noch ein ganz bisschen mehr drehen. Aber so. Keine Sorge, wir werden jetzt hier die Wachsamkeit aktivieren. Um einen Defensivbonus zu bekommen und das Fahrzeug, da sehen wir tatsächlich noch nicht. Okay. Das kostet jetzt nur 20 Entschlossenheit, weil sie hat einen Moralbonus. Ja, und wir greifen hier mit einem Alpha Swag an. Taking the shot. Ah, jetzt kommt das Fahrzeug. Mist, hätte ich gewartet. Boah. Greif nicht Beamoth an. Ein feindlicher Transporter nähert sich der Kommandozentrale. Halten Sie ihn auf, bevor er seine Truppen absetzen kann. Oha. Okay. Ja, aber der wird ja in der nächsten Runde dann erst in Phase 2 dran sein. Und Beamoth hatten wir jetzt auf Phase 3 gebracht durch die Wachsamkeit. Okay. Commander. Ja, dann haben wir euch noch. Wir müssen hier nach oben gehen. Sonst kriegen wir die hier niemals eliminiert. Hier könnten wir noch mit der LSR 15 unten angreifen. Noch ein bisschen nach oben gehen. Boah, das gefällt mir auch nicht. Ja, das könnten wir machen. 65% immerhin. Okay. Ich habe gerade eine Idee. Da könnte man vielleicht auch noch eine weitere Langstreckenraketenlafette einbauen.
Ich habe noch eine kleinere, die nicht so viel wiegt. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel, wenn wir das hätten, hätten wir jetzt Multiziel verwenden können oder hätten wir jetzt zweimal Ausweichen abbauen können. Mit den Laser können wir halt jetzt nicht angreifen. Weil da Hindernisse im Weg sind. More potential salvage on the field. Receiving you. Okay. Also hier werden wir auch die Wachsamkeit verwenden. Dann sind wir aber bei der Entschlossenheit bei 48%. Ah, schwierig. Wir halten uns hier einmal zurück. So, solche ganzen Türme an, die alle nicht aktiv sind. Die würden alle jetzt noch angreifen. So, Maximus hat noch gar nichts abbekommen, also so gut wie nichts. So können wir mit Multiziel arbeiten. Das sieht doch echt gut aus. So. Ah, es kann sein, dass wir jetzt hier, dass das ein Overkill ist. Aber oben werden die Wahrscheinlichkeiten schlechter. Weil er noch zweimal ausweichen hat, ja. Ah, machen wir es so. Hat sich zerstört. Okay. Enemy mech. Critical damage detected. Ja, da ist nicht mehr viel über. Mittlerer Tor sind noch 28 Strukturpunkte. Hat noch eine KSR-6. Aber den M-Laser und die KSR-4 hat er nicht mehr. Und ist kurz davor umzukippen. Ja, ist jetzt die große Frage, sag mal. Also, der kann ja nicht alleine gegen die agieren, ja. Wird der jetzt ja 20 unten angreifen? So, dann geh dahin, dann kannst du das nächste Mal mit einem Sprung nach oben. Und der ist halt hier super geschützt vor Energiewaffen. Ja, also die können ja hier nicht mit irgendwelchen Energiewaffen angreifen hinter dem Felsen. Achso, die Wachsamkeit aktivieren brauchen wir jetzt nicht. Ah, nicht bei, also bei der Positionierung jetzt sparen wir uns das. So, ein Gegner weniger, 3 von 6. That's a kill. Ein weiterer Taurus-Transporter, zerstören Sie ihn.
pushing them back. Show the Taurians that we will never stop fighting. Okay. HSR-Träger. Oha. Oha. Gefährlich. Aber startet erst in Phase 1. Schaut euch die Waffensysteme an hier. Das sind 60 Kurzstreckenraketen, die innerhalb eines Zuges abgefeuert werden können. What's up, Boss? Ja, und wie kommen wir jetzt hier nach oben? Da kommen wir erstmal nicht voran. Wir müssen uns jetzt erstmal um die hier kümmern. Prozent. Das ist schon mal gut. Okay, wir drehen uns ein bisschen nach oben, falls von dort noch was kommt. Prozent Entschlossenheit. Wir könnten uns auch überlegen, jetzt einen Präzisionsschlag vorzunehmen. Da sind wir bei 95%. Ah, das kann sich schon lohnen. Okay. Okay, Sensorerfassung. Das ist natürlich gefährlich. Bei gegnerischen Langstreckenraketen. They're flanking. Oder auch Artikelkanonen. Boah, das ist natürlich jetzt hier. Gefährlich, Leute. Das war ein Angriff von hinten. Das ging auf die Heckpanzerung. Good to go. Also, da kommt noch einer. Aber wir wissen, da ist auch noch was. Aber mit Beamoth werden wir uns jetzt erstmal zurückhalten. Steht gut da, sie hat Bollwerk. Einmal ausweichen. Vielleicht kommt da ja in Schussreichweite her. Der mit den Kurzstreckenraketen, der ist noch viel zu weit weg, der kann nicht angreifen. Ja. Da halten wir uns zurück. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht. Aber das an der Stelle waren wir auch ein bisschen blind gewesen. Ah, okay, wir wussten eigentlich schon aus dem letzten Kampf rum, dass da was ist. Ah, gefährlich. Yes, Commander. So. Ja, wenn wir jetzt hier nach vorne gehen und immer noch nichts sehen, dann wäre die Gefahr, dass wir mit Beamoth in der Runde gar nichts angreifen können, ja. Oh, das wäre echt ärgerlich. Und es wäre so ärgerlich, dass wir das auch nicht machen werden. Medusa.
im Thunderbolt. Der könnte halt ganz sicher hier den KSR-Träger angreifen. Ich möchte aber auch hier nach oben. War der schon dran? Er hat sich, glaube ich, in der Runde noch nicht bewegt. Er kommt, dann warten wir noch einmal. Einmal zurückhalten. Waiting for the shot. Jetzt bewegt sich hier rechts was. Okay. Sehr gut. Also Behemoth bekommt auf jeden Fall was zu tun. More hostiles. Und da ist noch ein Fahrzeug. Ah, nochmal, okay, das sind zwei, die einfach nur Sachen, also Truppen transportieren. Waiting for orders. Nahkampfangriff ist natürlich echt super. Da macht man bei Fahrzeugen doppelten Schaden. Ich würde sie aber auch sehr gerne hier positionieren. So dass sie halt das Fahrzeug noch angreifen kann. Wir schauen aber auch auf die Wahrscheinlichkeiten. Ah, ist okay. On my way. Targeting for an alpha strike. Okay. Ein Fahrzeug weniger. One more for the trash. So. Maximus. Ah, wir gehen mal hier in die Richtung, denke ich. Wir gehen erst auf den KSR-Träger. Ja, am liebsten wäre ich jetzt da hingegangen, aber hätte man mit dem Gauss-Geschütz nicht angreifen können. Da brauchen wir eine gerade Schusslinie. Ach, Multizähler hätte ich verwenden müssen. Ja, sogar müssen, ja. War jetzt Verschwendung. Weil wir haben ja noch Medusa. Also hätte ich auf jeden Fall mit Multizähler den Schaden aufsplitten können. Yep. Das war jetzt Verschwendung. So. Ah, der 2M-Laser. Hm. Ja, ich möchte nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Aber der ist ja noch völlig unbeschadet. Ja, komm, wir machen das einmal so. Können wir jetzt hier angreifen? In der nächsten Folge, in der nächsten Runde müssen wir auf jeden Fall hier auf Shadowhawk achten. Das ist klar. Schuss hat 90%.
Er ist noch unbeschädigt. Ah, vielleicht ein Präzisionsschlag. Okay. Okay, noch mehr MTBs. Those transports cannot be allowed to take this spaceport. Whatever it takes, we must push them back. So. Hier dürfen wir nicht mehr ins Heck geschossen werden. Der hat nur einen Laser. Boah, Moment mal kurz. Drei PPKs. Oha, Leute. Phase 1 aber erst. Ja, gut. In die Situation. Habe ich uns hinein manövriert. Also wie gesagt, der hat nur M-Laser. Der wird hier nicht angreifen können. So. Dann haben wir hier zweimal ausweichen und drehen uns noch. Dass uns niemand in den Rücken schießen kann. Hoffentlich. Und zusätzlich bekommst du noch Wachsamkeit. Und kannst sie angreifen. Ah, leider nur noch zu 60% Trefferwahrscheinlichkeit. Na gut. Roger. They've got a sensor lock on me. Okay, Sensorerfassung, das heißt, den kann praktisch jeder angreifen, der entsprechende Waffensystem hat. Aber ich hoffe, dass zumindest das Heck jetzt geschützt ist. More bandits incoming. Okay, das war von links, das ist okay. Ja, bei B-Mod ist ja der rechte Torso das Problem. Ein Wolverine. Okay, nochmal von links. Alles gut. Minimal damage on that hit. Ja. Genau deswegen haben wir dich da so positioniert. Da hast du ja sehr gut getankt. Der Schaden wurde schön verteilt. Obwohl. So. Ja, hier die drei PPKs, die wollen wir auf jeden Fall rausnehmen. Und wir sind in Phase 2, das heißt, wir werden uns jetzt auch nicht zurückhalten. Die Transporter sind noch weit weg. Ich würde sagen, die brauchen mindestens noch diese und die nächste Runde. Und da ist ein 35-Tonner, okay. Und hier oben hat sich der Wolverine gezeigt. Mittlerer Mech. Ja, das ist der 55-Tonner. Haben wir da noch einen 25-Tonner und einen 35-Tonner. Mhm. Commander. Wir werden uns ja ein klein bisschen bewegen, weil dann kriegt sie ja sofort einmal ausweichen. Die von hier oben, boah, die sind aber ja auch extrem weit weg. Also können... Ah! Weiß ich nicht. Die Heckpanzerung ist auch noch, na gut, einigermaßen stabil. Wir machen das so. Weiter den rechten Torso schützen.
wenn da jetzt mal einen Hit auf den auf Heck passiert, dann ist das auch kein Weltuntergang. Aber der hier mit den 3 PPKs, der muss raus. Firing is full salvo. Reporting. Das haben wir geschafft. Okay, da ist das noch ein MTW. Das heißt, den MTW und den anderen hier, wenn wir die zwei rausgenommen haben, dann sind wir bei 6 von 6. Dann haben wir die Geschütztürme reaktiviert. Und damit machen wir beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, Leute. Bye, bye.